Die Preise an deutschen Tankstellen waren schon hoch, bevor Russland die Ukraine angriff. Nach Kriegsbeginn aber machten sie einen richtigen Sprung. Und wenn nun auch noch ein Ölembargo dazukommt, dürfte es noch weiter nach oben gehen. Die Internationale Energieagentur warnt schon vor einer Ölkrise, die jene aus den 70er und 80er Jahren übersteigen könnte. Deshalb gilt ab morgen nun eine Steuersenkung beim Benzin, die galoppierenden Preise drücken soll. Doch die Sache ist kompliziert, auch weil die Mineralölkonzerne verdächtigt werden, die Preise künstlich hochzuhalten. Julia Wackett und Johannes Jolmes. An der Tankstelle von Tim Gradert ist heute nicht viel los. Nicht, weil er besonders hohe Preise hat, sondern weil die Autofahrer zurzeit zögern. Statt 500 Kunden am Tag kamen in den letzten Tagen nur um die 300. Man merkt schon, dass die Leute alle auf morgen warten, dass der Tankrabatt kommt und dass sie dann wieder voll tanken. Viele tanken nur so für 10 bis 20 Euro. Das ist die letzten Tage schon sehr zu merken. Auch Tankstellenbetreiber Gradert hat genau kalkuliert. Seine Tanks sind fast leer. Erst ab Mitternacht sinkt die Energiesteuer auf Sprit. Dann kann er günstiger beim Großhändler einkaufen. 35 Cent auf den Liter Benzin und 17 Cent auf den Liter Diesel. Um diesen Betrag senkt die Bundesregierung ab morgen die Steuer. Eine spürbare Entlastung an der Zapfsäule erhofft sich die Politik dadurch. Das Problem: Es gibt keine gesetzliche Verpflichtung, die Steuersenkung an den Kunden weiterzugeben. Unsere Befürchtungen sind, dass die Mineralölkonzerne das durchaus nutzen, um da den ein oder anderen Cent als Mitnahme mitzunehmen. Beispiel Benzinpreis. Nach Kriegsausbruch stieg der Preis rasant an. Dann eine Delle nach unten und Ende Mai ziehen die Preise wieder an. Für Diesel ist die Entwicklung ähnlich. Etwa weil die Mineralölkonzerne die Steuersenkung nicht komplett weiterreichen wollen? Die Vermutung, der Anstieg der vergangenen Tage hänge mit der erwarteten Entlastung von morgen zusammen, weisen Branchenvertreter zurück. Weltweit sind die Benzin- und Dieselpreise gestiegen. Es gibt mehrere Gründe. Ein Hauptgrund ist der, dass in den USA eine Benzinknappheit herrscht. Und das hat Auswirkungen weltweit, weil Benzin auch weltweit gehandelt wird. Das Bundeskartellamt überwacht die Preispolitik der Konzerne. Was die Kartellwächter wundert: Die Preise für Rohöl und den Spritpreis an den Tankstellen haben sich entkoppelt. Deswegen monitoren wir das so genau und deswegen verfolgen wir die Preispolitik so genau. Die findet quasi im Moment unter dem Brennglas des Bundeskartellamtes statt, damit wir gegebenenfalls eben auch die richtigen Fragen stellen können und gegebenenfalls eben auch sehr unangenehme Fragen. Und wenn die Preise trotz Steuersenkung weiter jenseits der 2 Euro bleiben? Das Bundesland Bremen droht den Ölkonzernen nun und will über den Bundesrat eine zeitlich befristete Sondersteuer einführen. Für die nächsten Tage rechnet Tankstellenbetreiber Gradert mit einem Ansturm. Dann will er die Steuersenkung an seine Kunden weitergeben.